teile über Facebook. Ich teile über WordPress. Ich teile Links. Ich teile über Dropbox. Das kann ich auch. Ich teile per SMS. Wie teile ich noch? Im Klassenchat. Ich teile per Skype. Ich teile über E-Mails. Wikipedia. Ich bin raus. Hangouts ist immer eine Variante. Das musst du mir nachher nochmal erklären. Ich teile mit meinem Smartphone über meinen E-Book-Reader. Ich habe immer zwei USB-Sticks dabei zum Teilen. Digital Native. Stellvertretend. Ich schreibe alles im Unterricht am Rechner mit und verfasse einen Blog, in dem man das alles lesen kann. Und das zusammen mit meinem Freund, denn das klappt wunderbar. Also wir machen das in jedem Unterrichtsfach immer und strukturieren das für uns zusammen und teilen uns immer die Aufgaben. Man merkt dann immer vor Klausuren, dann steigen auf einmal die Besucherzahlen meiner Website enorm an und alle laden sich das von uns erarbeitete Wissen, was sie alle mitbekommen haben, aber halt nicht so schön aufbereitet wie bei uns. Boah. Wird das dann wieder verteilt. Und das entsteht aber auch aus einer Gruppenarbeit. Also es ist für uns super sinnvoll und der Nebeneffekt ist halt auch, dass die ganze Klassenstufe es nutzen kann. Meine Klasse, eine siebte, teilt, indem sie jetzt zum Beispiel Mitschriften aus dem Unterricht untereinander weiterreicht. Oder aber, einer hat ein Lernplakat gemacht, zum Beispiel vor der Bioarbeit, kam dann damit zu mir und sagte, können Sie das für uns kopieren. Und ansonsten haben wir geteilt, zum Beispiel auch, indem wir im Klassenchat ein Foto gemacht haben vom Tafelbild und das halt dann in den Klassenchat gestellt haben. Ich denke, dass das Teilen von Vorbereitungen auch extrem oft geschieht. Also zum Beispiel habe ich und meinen Freunden mich hingesetzt und das für Wirtschaft, jeder macht ein Thema. Also weil es ist absolut unmöglich, wenn man es alleine machen will, wenn man, sagen wir mal, nur so einen Monat Zeit hat, aber wenn man das teilt in drei Leute, dann ist sowas sehr viel einfacher. Unterrichtsvorbereitungen teile ich eigentlich eher selten und nehme auch eigentlich ungern welche von anderen, weil sie dann zu meinem Stil nicht passen und ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich trage ein fremdes Kleidungsstück, was zu mir nicht passt. Aber was wir ziemlich viel teilen, ist Ideen für Klausuren, für Klassenarbeiten. Diese berühmte geteilte Klassenarbeit, das gibt es relativ häufig, die ist das Schlimmste, was Schülern passieren kann, wenn die nicht von ihrem eigenen Lehrer die Klausuren bekommen. Also es ist immer der Worst Case, wenn wir das mitbekommen, wenn wir vorher wissen, das ist meistens doof, die sind nämlich meistens sehr viel anspruchsvoller als die allein ausgemachten. Ja, okay. Das kann aber daran liegen, dass sie die dann gemacht haben. Bei digitalen geht es nicht darum, irgendwelche Informationen zu finden, sondern immer die passenden. Das ist beim analogen ein bisschen anders. Wenn man ein Buch über ein Thema hat, dann habe ich keine Auswahl, weil ich das Internet habe. Dann ist gerade die Auswahl, glaube ich, das Schwierigste. Mit digitalen Medien kann man schneller teilen, direkter teilen, mehr teilen, aber ich habe auch den Zweifel, dass in dem ganzen Wust Internet, dass es untergeht. Ich weiß nicht, wie viele von meinen Schülern jemals auf die Links geguckt haben. Und dann gibt es zum Beispiel auch Lehrer, die sich einfach PowerPoints aus dem Internet holen, die wir dann auch schon vorher kennen. Oder wo man dann einfach direkt sieht, das ist einfach absolutes Internetwissen, was direkt so zitiert an der Tafel steht. Das merken wir auch sehr schnell. Ja, das merken wir aber auch bei euch. Also nicht, dass ihr euch einbildet, wir kriegen das nicht mit. Also mein größter Wunsch für, also ich gehe jetzt nicht mehr zur Schule, aber für alle Schüler, die nach mir kommen mögen, wäre freies Internet in der Schule. Also und damit meine ich jetzt nicht frei, jeder darf auf jede Website gehen und jeder Dienst muss funktionieren, sondern jeder kann es erstmal nutzen und so das Internet als Hilfsmittel verwenden. Ich glaube, das wäre ein riesiger Schritt, der ziemlich vorteilhaft wäre. Der muss aber auch ein bisschen mit Verantwortung getragen werden und vor allem muss auch die Medienkompetenz dazu vermittelt werden. Ich bin ja eigentlich der Dinosaurier, der analog vertritt, aber ich finde auch, dass digital besser funktioniert und dass die Kinderkrankheiten, die es jetzt noch hat, bald überwunden sein werden, dass wir damit immer besser umgehen können werden. Weiterbildungen wären gut, auf jeden Fall, aber so viel Zeit habe ich gar nicht, wie ich Weiterbildungen bräuchte. Also ich würde mir auch sowas wünschen, und zwar Weiterbildung für Schüler und dass die nicht von Lehrern organisiert wird, sondern dass es mal, weiß nicht, dass man wie sonst eine Exkursion macht, weil es ist schon arm zu sehen, dass jeder hat ein Smartphone
und dann können Sie keine PowerPoint, also eine PowerPoint ist schon eine hohe Aufgabe, auch kein Word-Dokument abspeichern und auch gar nicht wissen, was Speichern ist. Zur Ehrenrettung unserer Schule, die Sechstklässler haben heute gerade den Mauspass abgelegt und die können Sachen, die ich nicht kann. Screenshots zum Beispiel. Das ist Druck, dafür gibt es eine extra Taste, die war früher fürs Drucken, aber jetzt kann man damit Bildschirm kopieren. Das erklärst du mir nachher nochmal. Ja, mache ich.